Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage. Nur hier bei Extra Chill. Der Anfang erinnert mich ein wenig an die Musik von Steve Reich. Das war aber das Projekt Ipso, über das ich leider wenig verraten kann. Nur, dass das gehörte Stück Moonlight heißt und bei Triplicate Records erschienen ist. Auf dem vierten Teil der Compilation-Serie Triplicate Tapes, Untertitel Transcendent Structures. Irgendwie habe ich den dritten Teil der Serie verpasst, glaube ich. Da schaue ich nochmal nach. Runterladbar ist die gesamte Kollektion bei Bandcamp, auch, wie der Titel es andeutet, als Audiokassette. Mehr dazu unter triplicaterecords.bandcamp.com. Ihr Lieben, willkommen im nicht mehr ganz so goldenen Oktober, der sich hier im Rheinland zumindest gerade eher grau und bleischwer präsentiert. Heute am 15. Oktober 2021.
Von hier reisen wir in ein Land, in dem die Tage noch viel kürzer sind als hierzulande. Es geht nach Norwegen, weil die beiden Künstler, die das einzige Songpärchen der heutigen 355. Ausgabe von X-Rachel bilden, aus dem Land der Fjorde kommen. Wir kennen Willem Nielsen bereits seit Episode 350 mit seinem Projekt Infinitum und wieder veröffentlichte der junge Mann eine Single bei MOR Records. Die heißt Don't Cry und steht unter morrecords.bandcamp.com gegen eine kleine Spende zum Download bereit. Ebenfalls kein Unbekannter ist Willems Landsmann Martin Jahl. Seine neue Sounds and Spheres EP kam bei den russischen Ambient-Spezialisten vom Label Secret Domain heraus, worauf auch das feine Ambient-Chill-Out-Stück Surface Waves zu finden ist. Ich wünsche wohlige Entspannung mit diesem starken Set aus dem hohen Norden. Thank you.
Alles andere als oberflächlich. Das war das Stück Surface Waves von Martin Jahl. Download gegen eine Spende unter secretdomainlabel.bandcamp.com. Oder wer mir zuerst eine E-Mail an die Adresse info@extrachill.de schreibt, bekommt den freien Download-Link, den Martin mir über Soundcloud zugeschickt hat. Der Erste, der sich meldet, mal zuerst. Also ran an die Tasten. Davor erfreute uns Infinitum mit seiner wunderschönen Single Don't Cry. Kleine Info für alle Spotify-User. Das Label MOR Records stellt dort seinen gesamten Katalog als Playliste zur Verfügung. Machen einige andere Netlabels übrigens auch. Ich erwähnte eben schon, dass das gerade das einzige Songpaar dieser Episode gewesen ist, denn es folgt jetzt kein Zweierset, auch kein flotter Dreier, sondern ein fetter Viererpack. Denn die vier Tracks des Sets haben zwei Gemeinsamkeiten. Zunächst sind die Mitglieder des Quartetts allesamt Extrachill-Debütanten und ich spiele jeweils das Titelstück ihrer Longplayer bzw. Singles. Die Reise startet in meiner unmittelbaren Nachbarschaft beim Projekt Krokram aus den Niederlanden. Chris Angelowski verbirgt sich hinter diesem ungewöhnlichen Künstlernamen und er beschreibt seine Musik als Cinematic Sample Based Downtempo Soul Music, was sein Stück Clouds Are Free eindrucksvoll beweist. Danach machen wir einen großen Sprung rüber nach Japan, denn von dort stammt das Solo-Projekt Rothcord, das seine Musik allerdings auch in Europa veröffentlicht, wie im Rahmen der Deep Water-Serie bei den französischen Kollegen vom Label Apnea. Rothcords Beitrag heißt Depth Meditation. Das Projekt M-Knowledge, das wir danach besuchen, gibt als Herkunft einfach die Welt auf seinem Soundcloud-Profil an. Erschienen ist seine Single Walk, aber definitiv in Ungarn bei MOR Records. Euch erwartet coole Downtempo Electronica. Das letzte Stück des Vierers habe ich auf dem Label Deep Wit entdeckt, das heute ebenfalls seinen Einstand bei Extra Chill gibt. Über den DJ Andy D konnte ich leider nichts in Erfahrung bringen. Er legt aber mit seiner The Underground Grooves EP ein starkes Debüt bei dem feinen dänischen House-Label vor. Wir hören, wie schon gesagt, auch hier das Titelstück, allerdings im Singular, denn es heißt The Underground Groove.
you could float on a cloud. Thank you.
Thank you.
4 spannende Neuvorstellungen als Viererpack. Das gibt's nur bei Extra Chill. Wir hörten in umgekehrter Reihenfolge Andy D mit seiner Hausnummer The Underground Groove. Download unter deepwithrecordings.bandcamp.com. Davor gab sich das Projekt M Knowledge die Ehre mit der A-Seite seiner Single Walk. An zweiter Stelle gingen wir musikalisch in uns mit der Depth Meditation von Rothcourt. Und den Anfang machte Krokram aus den Niederlanden mit dem Titelstück seines Longplayers Clouds Are Free, der 2017 bei Bandcamp herauskam. Infos auf seiner Homepage krokram.net. Alle Download-Links findet ihr, ihr wisst es bestimmt schon, in den Shownotes zur Sendung auf meiner Homepage extrachill.de. Alle gehörten Stücke hier bei Extra Chill sind über die Plattform Bandcamp zu bekommen. Als Download in diversen Audioformaten oder auch als Stream über die Bandcamp-App zum Beispiel. Aber selbstverständlich ebenfalls auch über die vielen anderen kommerziellen Anbieter und Streamingdienste. Sowie auch mein kleiner Podcast. Abonniert Extra Chill über Apple Music, Spotify, YouTube oder einer Podcast-App eurer Wahl. Für Kontakt zu mir nutzt die bereits erwähnte E-Mail-Adresse oder besucht mein Soundcloud-Profil unter soundcloud.com/extrachill. Ich habe immer 2 offene Ohren für eure Musikvorschläge und Feedback. Mit Spenden unterstützt ihr meine Gäste und die Labels und somit auch meinen Podcast. Direkte Einzahlungen für den Betrieb meiner Show könnt ihr mithilfe der PayPal-Knöpfe auf meiner Homepage tätigen. Diese Episode wird von einem Track abgerundet, der diesmal wieder die Standardlänge eines XL-Rausschmeißers hat, also rund 10 Minuten lang ist. Dazu reisen wir jetzt noch einmal nach Japan zum Netlabel Zero Signal. Yoshinori Noguchi war mit seinem Projekt Silent Wave in Episode 346 zum ersten Mal mit von der Partie und heute kehrt er mit seiner Dub Melodies EP zurück. 3 Tracks mit diesem Titel sind darauf zu finden und ich habe mich für die Nummer 3 entschieden wegen seiner sinnlich-hypnotischen Wirkung. Bevor wir uns dieser außergewöhnlichen Seelenmassage ergeben, möchte ich mich erneut bei euch Hörern da draußen bedanken, dass ihr wieder reingehört habt in meinen kleinen Podcast. Ich hoffe, meine Musikauswahl hat euch inspiriert und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, denn in gut 2 Wochen erscheint Episode 356. Macht's gut, kommt gut durch den Oktober und bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill. Jetzt, wie versprochen, ein grandioser Rausschmeißer vom Projekt Silent Wave. Dub Melodies No. 3 heißt sein Werk und hier gehen Ambient und Dub Techno eine perfekte Symbiose ein. Download unter zerosignalrecords.bandcamp.com. Nicht vergessen, Zero ist hier wieder die Ziffer 0.
Extra Team.